Ja, schön. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen können. Ich habe Ja, nämlich finde in ich der auch toll. Vorbereitung nochmal gemerkt, dass wir uns seit 20 Jahren kennen. Ja, Wahnsinn. Du warst neben dem Bernd einer der ersten, den ich am ISB kennengelernt habe. Das war Ja, 1998. ja, ja. Also wirklich eine sehr lange Zeit. Und dann habe ich mir einfach nochmal so vergegenwärtigt, an was ich denke, wenn ich an dich denke. Und da hatte ich tatsächlich diesen Begriff der professionellen Individuation gefunden. Das ist ja Ja, einer, der stammt von dir. ja. Denn ja auch der Bernd und ihr beide gemeinsam viel in Schriften erwähnt habt. Ja. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, Ja. wofür steht für dich der Begriff der Profession, unserer Profession und auch der professionellen Individuation? Ja. Ja, ich fange mal mit Individuation an. Das ist was mich auch immer fasziniert hat. Da geht es ja darum, wie werde der du bist. Also was ist eigentlich das, was in mir angelegt ist? Was sind so meine Eigenarten? Was sind meine Stärken? Und wie kann sich das über mein Leben hinweg eigentlich auf eine gute Art und Weise entfalten? Und dann ist Beruf ein Teil, wo es darum geht, sich eigentlich auf eine gute Art und Weise zu entfalten und zu gucken, was ist meins und wie kann ich mich da entwickeln. Und wir haben uns ja relativ früh mit Karriereentwicklung und Karrierecoaching beschäftigt. Und am Anfang hat uns das sehr viel Sinn gemacht, zu gucken, wie können einzelne Menschen für sich rausfinden, was ist meins. Was ist mein Drive? Wo sind die Felder, wo ich gut aufgehoben bin? Was sind meine Stärken? Und wie kann ich Einseitigkeiten vermeiden in meiner Entwicklung, sondern immer wieder auch Entwicklungsfelder finden, die für mich stimmig sind und passen? Und das ist nach wie vor, finde ich, ein tolles Thema. Und gleichzeitig ist uns irgendwann klar geworden, dass das ja nicht nur ein Thema ist von Menschen, sondern dass es gleichzeitig ein Thema ist von Organisationen. Also wie können wir als Unternehmen dazu beitragen, dass Menschen sich auf eine positive Art und Weise weiterentwickeln, dass sie das machen, was sie am besten können, wo sie am meisten Sinn, Leidenschaft und Kompetenz mit verbinden. Und bei den Rahmenbedingungen, die wir heute haben, braucht es Menschen, die so aus der Mitte ihrer Kraft aktiv sind und wirken und wirksam sein können. Was bedeutet für dich Entwicklungsbegleitung von Menschen und auch Ah. Organisationen, sowohl in deiner Lehrtrainerrolle als auch in der Rolle als Coach oder Organisationsberater? Ja. Na, also wir haben ja eigentlich vor 10, 15 Jahren schon erzählt, dass die Komplexität und die Dynamik steigt in Organisationen. Und wenn ich jetzt so zurückgucke, dann würde ich sagen, also damals war davon noch nicht sehr viel zu spüren und diese Themen treten eigentlich jetzt erst oder schlagen wirklich in Unternehmen wirklich durch. Und mit diesen komplexen Fragestellungen umzugehen, Menschen dabei zu unterstützen, war eigentlich schon immer unser Kerngeschäft. Und systemisch als die Idee von mit vielen unterschiedlichen Bezügen umzugehen und Vernetzungen umzugehen und innerhalb dieser Vernetzungen Lösungen zu finden, die immer kreativ sein müssen, die nie Standard sein können, sondern die immer stimmig und passend zu der Situation, zum Menschen, zum Unternehmen sein müssen. Ich glaube, das ist eine Kompetenz, die immer wichtiger wird. Also ich habe nicht den Eindruck, dass, also jetzt könnte man sagen, systemisch ist eigentlich ein Thema, das ist schon 30 Jahre alt oder noch älter. Aber Kybernetik als die Lehre von der Komplexität, als eine der Wurzeln dessen, was wir machen und systemisch im Sinne von Vernetzung und Wirklichkeitskonstruktion, da habe ich den Eindruck, dass das gewinnt eher an Bedeutung. Wie bist du Ja. denn zu deinem geworden, was du heute Ja, bist, zu dem, was ja, du gerade auch ja. schon dargelegt hast? Also das eine ist, dass ich, glaube ich, schon immer sehr schlecht darin war, mich für Dinge zu interessieren, die mich nicht interessieren. Das heißt, ich habe eigentlich immer geguckt, wo ist es spannend, mehr thematisch eigentlich als was passt zu meinem Berufsweg und wo will ich hin und wer will ich irgendwann mal sein, sondern mich sehr leiten lassen von Inspiration. Und die erste Inspiration war natürlich Bernd zu treffen und am ISB diese Konzepte kennenzulernen, auch eine Psychologie kennenzulernen. Ich habe ja Psychologie studiert, aber eine Psychologie kennenzulernen, die für mich auf der einen Seite theoretisch anspruchsvoll war, aber gleichzeitig so pragmatisch, dass ich gesehen habe, aha, damit kann man in der Welt wirklich was bewirken. So, was denkst du denn, was gibst du denn den jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit auf den Weg, so in den Weiterbildungen? Was ist so das, Ja, was sie von dir nochmal mitkriegen können? ja.
es muss eine gewisse Leichtigkeit geben und einen Spaß, um mit wesentlichen Themen wirklich auch auf eine gute Art und Weise umzugehen. Und ich glaube, was ich denen auch mitgeben würde, ist, dass es immer darum geht, an sich und seinen Interessen und an den eigenen Eigenarten interessiert zu bleiben und Neues auszuprobieren, weiterzugehen, gleichzeitig aber auch vom Tempo her aufzupassen, also das Leben eher als Marathon anzulegen und nicht als 100-Meter-Lauf. Und da leistet, glaube ich, auch das Curriculum irgendwas, Menschen auf dem Lebensweg zu begleiten und hochwertige, professionelle Möglichkeiten von Austausch zu haben, die, glaube ich, im Alltag nicht so leicht aufzubauen sind. So, der Blick nochmal nach vorne. Ja. Wo steht unsere Profession von Beratung, von Coaching in 10 Jahren? Ja. Was verändert sich aus deiner Sicht? Was bleibt gleich? Ja. Also ich hoffe, dass systemisch als Idee und als Hilfsmittel Menschen zu unterstützen, mit komplexen, dynamischen Situationen umzugehen, ich gehe davon aus, das ist ein Dauerbrenner. Mhm. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und ich glaube auch, dass, also wenn es so ist, dass diese Ideen von Purpose, Personal Mastery, Autonomy und die Menschen in Organisationen dabei zu unterstützen, das für sich rauszufinden. Also was macht mir Sinn? Wie kann man Rahmenbedingungen schaffen, in denen Menschen ihre Potenziale entwickeln können und eher autonom das tun, was sie gut können und pullmäßig an Sachen dran zu gehen und diese Ideen, dass jeder Mensch die Dinge tut, wo er wirklich persönlich besser werden möchte. Wenn wir Organisationen dabei unterstützen, gehe ich von aus, haben wir noch eine Weile gut zu tun. Und das sind Themen, die ich sehr wertvoll und wichtig finde, auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Vielen Dank. Dankeschön.